So, willkommen hier zu einem Ankündigungsvideo. Hier kündige ich jetzt an, dass ich ab, schätze mal, morgen, ich weiß es noch nicht ganz, ich werde jetzt auf jeden Fall Livestreams machen. Ich habe schon einen Teststream hier gemacht und warum sehe ich, ja, hier mit XSplit mache ich das. Ja, genau, ich will meine Zeit hier sehen. So, ja, mit XSplit werde ich hier das Ganze machen. Und ja, ich werde es vielleicht auch auf YouTube hochladen, die Streams, ich weiß noch nicht. Und wir werden dann auch kurz den ersten Teststream hier kurz ansehen. Und ja, es geht hier um Banjo-Kazooie. Also Banjo-Kazooie für N64. Und ich werde auch jeden, der mich auf Skype anschreibt, oder also jeden, den ich auf Skype in der Freundesliste habe, werde ich auch informieren, wann ich Streams mache. Und vielleicht stelle ich auch auf YouTube kurz vorher ein Video, wann ich Streams mache. Wie genau ich das aussehen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich schätze mal, morgen wird einer kommen. Habe ich schon MyXHD versprochen, dass ich morgen einen mache. Ich hoffe, ich halte mich auch dran. Ich hoffe mal, es geht sich aus morgen. Und ja, ich würde mal sagen, starten wir mal kurz in den Stream rein, denn es, wie man hören wird, wird es noch einige Audioprobleme geben. Ich sehe Black Screen. Sehr schön, natürlich. So, noch kurz zu erwähnen, dass jetzt meine Stimme etwas zu leise ist. Ich weiß noch nicht warum. Ich hoffe, ich korrigiere das noch im Livestream. Also, ich würde mal sagen, die ersten 4-5 Minuten werden wir jetzt ansehen. Also, viel Vergnügen. Ich werde jetzt inzwischen ruhig sein und euch das ansehen lassen. Du hast das Spiel jetzt ja schon. Ja, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich. Ja, okay, ich hatte nämlich auf Pause gedrückt. Aber einem Stream. Okay, jetzt hier drin. Ja, das bleibt gerade stecken. Jetzt ist warte. Ja. Okay, starten wir mal den ersten Teststream hier. Test Livestream. Banjo-Kazooie. Ja, Banjo-Kazooie. Wir haben drei Zuschauer. ja, Deutsch. Ich schau mal, wie viel die einen Account haben. So, die 1 leer, die 2 leer. Ne, ich bin mit dem alten Gameboy verloren. Und strahlt hat der eine Typ, der zuschaut, kam Future Count oder so. Ah, okay. Aber fühl dich gegrüßt, Typ. Besser als. Ein bisschen vorspulen, damit ihr auch was vom Spiel seht. Ich könnte ja bei dir. So, noch ein bisschen weiter hier. Und da der Benny ja das über Lautsprecher hört, das heißt, ich höre mich mal bloß so leicht doppelt, wird das noch extremer. Ich möchte auch nicht, das ist mein Problem. Ja, ich kann auf mein eigenes
ist auch schon gesprungen. Ich kann nur mit Benjamin Platte in einer Reflection Rebels hat mir gucken. Die warten da rum. So, während der Stream hier jetzt bis zum Ende weiterlädt. Ja, in diesem Stream hier, wo ich das erste Mal angetestet habe, ob es jetzt überhaupt funktioniert oder nicht, habe ich ja die erste Welt im Banjo-Kazooie mal beendet. Ich weiß nicht, ob ich, also ich werde mal Banjo-Kazooie und höchstwahrscheinlich auch andere Sachen hier weitermachen und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Hier ein Banner, den mir Mike HD mal wieder gemacht hat. Damit der Black Screen, der hier so im... Ach komm. Der hier so links und da so rechtzeitig ist, dass der durch diesen Banner hier gesetzt ist. Und ja, wartet. So. Ja, das ist eigentlich der Grund dieses kurzen Videos. Und ich werde das Video jetzt dann auch gleich hochladen. Und ja, es wird halt, wie schon angekündigt, sollte morgen eins kommen. Jetzt die letzten 2 Minuten werden wir uns auch noch ansehen und dann beenden. So, das war hier mal der erste Stream. Und ja, damit sage ich mal bis dann und auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ihr schaut vorbei in meinem Stream. Und falls ihr genaue Informationen zu meinen Streams haben wollt, könnt ihr mich ja auf Skype anschreiben. Skype-Name Black Shadow Drybones. Ihr findet mich aber auch unter meinem Namen Benjamin Platzig hier, also platzig.benjamin. Sollte mich unter Black Shadow Drybones eigentlich auch finden. Also, das ist das, worum dieses Video hier geht. Also, ich hoffe, ihr seht einen Stream von mir oder in irgendwas anderes. Oder in einem Video auf YouTube von mir. Ich werde auch versuchen, die Videos hier auf YouTube hochzuladen. Mal sehen, ob das geht. Und ich hoffe, dass meine Audio, also meine Stimme in den Videos hoffentlich hörbar wird. Ich hoffe, ich werde das irgendwie zusammenbringen. Also, bis dann und auf Wiedersehen.